Ja, so, hallo. Heute kann ich zeigen, dass Wagner im Sinne von Better for You auch im Bereich Handbeschichtung was getan hat. Wir haben zwei Produkte dabei, die wir diese Messe launchen und haben viele Neuigkeiten dabei, sowohl auf der mechanischen Seite als auch auf der elektronischen Seite. Und bei dem zweiten Gerät, dem Sprint 2 Expert, wird es etwas magisch heute. Fangen wir an mit der mechanischen Seite. Wir haben einen komplett neuen Quicklink-Injektor dabei. Quicklink, warum? Es ist sehr schnell. Mit einem Handgriff kann ich den Injektor auseinandernehmen und habe alle Pulver- und Luftschläuche in einer Hand. Sprich, ich komme sehr schnell an die Fangdüse und an die Treibdüse ran. Was ist neu an dieser Fang- und Treibdüse? Wir haben die PXS-Fang- und Treibdüse verwendet. Sprich, ich kann mit der gleichen Luftmenge kann ich mehr Pulver ausstoßen. Oder, wozu wir uns entschieden haben, in der Handbeschichtung brauche ich nicht mehr Pulverausstoß. Das heißt, mit weniger Luft kann ich die gleiche Pulvermenge ausstoßen. Das führt aber dazu, dass wir von einem 11er Schlauch auf einen 10er Schlauch runter können und somit eine deutlich stabilere Pulverwolke erzeugen an der Pistole. Sprich, wir können bessere Beschichtungsergebnisse erzielen und haben weniger Spucker oder flackernde Pulverwolken. Darüber hinaus haben wir, wenn ich die Lanze aus der Lanzenhalterung ziehe, habe ich innen einen Abstreifring verbaut. Das heißt, wenn wir uns hier anschauen im Kartonumfeld, ich ziehe den Injektor raus, wird das Pulver abgestreift durch diesen Abstreifring, das Pulver landet, wo es hin soll, im Karton und ich habe eine saubere Einsauglanze. Sprich, ich spare mir manuelle Aufwände beim Reinigen. Darüber hinaus haben wir die Schnittstelle zwischen Injektor und Ansauglanze mittlerweile fix verschraubt. Das heißt, ich habe eine manuelle Schnittstelle, die ich weniger reinigen muss. Auch das spart mir Zeit im Farbwechselprozess. Das heißt, die Lanze ist entsprechend abgereinigt. Wir haben 95% vom Pulver im Karton. Ich fahre noch einmal mit einem Tuch drüber und bin fertig. Darüber hinaus haben wir einige elektronische Funktionen dabei. Wir sehen hier am Steuergerät ganz neu den DSO. DSO steht im Englischen für den Digital Surface Optimizer, wenn wir es auf Deutsch sagen, der Schichtoptimierer. Wir sehen hier den kleinen Zauberstab, das heißt, wir haben ein bisschen eine magische Funktion. Wir haben draußen so viele Lohnbeschichter, da wird immer nur mit dem Flachteilrezept beschichtet. Das heißt, wir haben relativ hohe Elektrostatik-Einstellungen und dadurch haben wir eine Überladung von dem Bauteil. Wir haben ein paar kritische, etwas zickige Pulver oder wir haben komplexe Geometrien. Und wenn dann Pulver zu kritisch auf Überladung reagiert, dann haben wir die Situation, dass das Bauteil nachher nicht in der Qualität aus der Beschichtung kommt, wie es sein könnte. Der Beschichter kennt sich häufig nicht so gut mit den Elektrostatik-Einstellungen raus. Das heißt, wir haben die Situation, einer ist heute vielleicht Metzger oder Busfahrer, hat somit keinen Hintergrund, was die Elektrostatik angeht, nutzt nur das Flachteilrezept und hat nach einem Ergebnis, was nicht perfekt ist. Für ihn ist dieser Modus super. Er drückt einen Knopf dazu, bleibt in seinem Flachteilrezept. Die Beschichtungsparameter bleiben die gleichen, aber der Arbeitspunkt wird reduziert. Das heißt, die Elektrostatik wird insofern reduziert, dass er, auch wenn er ein komplexes Bauteil hat, ein etwas zickiges Pulver hat, dann kommt er in die Situation, dass keine Überladung des Bauteils stattfindet und Rücksprüheffekte, Orangenhaut oder Kantenaufbau einfach reduziert werden. Das heißt, mit der Sprint 2 haben wir neben optimierter Reinigung, optimierter Pulverwolke, auch elektronisch das Beschichtungsergebnis verbessert. Also zusammengefasst können wir sagen, die Sprint 2 hat sowohl in der Applikation als auch in der Reinigung und unterstützt mit elektronischen Funktionalitäten einen Mehrwert für den Kunden und ist somit auch better for you. Und nun können wir im zweiten Schritt uns ein Bild machen, was kann denn darüber hinaus die Sprint 2 Expert noch? Bei der Sprint 2 Expert haben wir ein komplett neues Steuergerät entwickelt, wo wir ein 7 Zoll Touchdisplay verbaut haben. Es ist aber nicht nur ein Touchdisplay. Wir haben neben der Hauptansicht, wo wir die Elektrostatik und die Lüfte steuern können, haben wir viele weitere Funktionalitäten mit reingebracht. Sprich, ich habe oben in der Kopfleiste die Möglichkeit, ein User-Management durchzuführen. Ich habe eine Sprachauswahl und kann auch in eine Rezepteinstellung einsteigen und kann dort verschiedene individuelle Rezepte anlegen. Mit Namen, ich kann auch eine Artikelnummer hinterlegen. Das heißt, ich habe deutlich mehr Möglichkeiten, Rezepte anzulegen. Darüber hinaus haben wir bei der Sprint 2 Expert eine zweite magische Funktionalität. Wir sehen hier den kleinen Zauberhut. Neben dem DSO ist der Zauberhut unsere Antwort auf Fluktuation und Fachkräftemangel. Auch hier haben wir die Situation, wir haben Beschichter, die nicht genau wissen, welche Parameter müssen eingestellt werden für welches Werkstück.
Jetzt wäre es doch schön, wenn die Maschine mir 5 einfache Fragen stellt, die ich als einfacher Beschichter beantworten kann, weil ich weiß, welches Bauteil habe ich, welches Pulver habe ich, was ist die erforderliche Schichtstärke. Schauen wir es uns an. 5 einfache Steps und der einfache Beschichter kriegt ein super Rezept für jedes Bauteil. Wir haben verschiedene Bauteilgeometrien. Lasst uns mal einsteigen in die Innenbeschichtung. Weil das ist was, was wirklich ein Sonderfall ist, wo sich heute Beschichter sehr schwer tun, ein Rezept auszuwählen. Der zweite Schritt ist, wie groß ist das Werkstück? Habe ich eine kleine, mittlere oder große Werkstückgeometrie? Wir klicken mal Mittel an. Der nächste Step wäre, was ist der Schichtaufbau? Habe ich eine erste Beschichtung oder habe ich schon eine zweite Lage, die ich aufbringen muss? Ich brauche dafür deutlich andere Parameter. Nehmen wir mal die erste Schicht. Nächster Step. Welche gewünschte Schichtstärke habe ich? Soll es dünn, Standard oder dick beschichtet werden, wenn ich zum Beispiel Korrosionsschutz brauche? Wir sagen mal, es wird innen beschichtet. Und der letzte Step ist, welchen Pulvertyp haben wir? Schauen wir es uns an. Wir haben einen Einfarbenlack oder einen Metalliclack. Metallic braucht ganz andere Elektrostatikparameter als ein Einfarbenlack. Lasst uns mal vom Einfarbenlack ausgehen. Wir bestätigen das. Wir könnten jetzt schon das fertige Rezept angehen. Wir könnten machen als Wagen aber noch einen weiteren Schritt. Wir empfehlen dem Kunden für die Applikation und Zubehör einfach mehr Informationen. Wir haben hier eine empfohlene Distanz zwischen Pistolenspitze und Werkstück von 10 cm. Weil wir erinnern uns, wir wollen zum Beispiel eine Innenbeschichtung machen. Ich habe hier ein schönes Beispiel. Wenn wir zum Beispiel dieses Fach innen beschichten, dann wäre das das passende Rezept. Er empfiehlt mir 10 cm Sprühdistanz. Er empfiehlt mir die Flaschstrahldüse. Ich kann hier unten auswählen, dass ich die Flaschstrahldüse montiert habe. Darüber hinaus empfiehlt er mir eine Düsenverlängerung. Die haben wir passend am Gerät bereitgestellt. Wenn ich die montiere, kann ich ebenfalls bestätigen, dass sie hinterlegt ist. Bestätige das alle und habe jetzt ein Rezept, was entsprechend auf diesen Job ausgelegt ist. Das heißt, auch der einfache Beschichter, sind wir uns einig, die Fragen kann jeder beantworten und bekommt nachher ein sehr gutes Rezept. Wir sehen recht reduzierte Elektrostatikeinstellungen, reduzierte Lufteinstellungen, dass mir das Pulver nicht schon entgegenkommt, dass ich innen nicht schon was abblase. Sprich, für diesen Anwendungsfall ein super Rezept. Wir glauben, das bringt uns in Zeiten von Fluktuation und Fachkräftemangel weit nach vorne und macht in der ganzen Branche wirklich einen Unterschied. Was wir bei der Sprint 2 Expert ebenfalls haben, ist diese Lochblechstruktur hier unten. Das ist ein europäischer Standard. Wir haben sehr viele Hersteller für Anschlussmöglichkeiten für dieses Lochblech. Das heißt, wir können praktisch da einfach Alterungen festmachen und können das ganze Zubehör direkt an der Maschine platzieren. Das heißt, immer das, was normalerweise fehlt, wenn ich suche, habe ich direkt am Gerät und sofort verfügbar. Darüber hinaus hat das Lochblech auch 2 weitere Ablagefächer. Hier oben, das kann ich hochklappen, kann entsprechend das als Schreibablage nutzen und habe unter dem Steuergerät noch eine weitere Ablagemöglichkeit für persönliche Schutzausrüstung oder die Lunchbox. Zusammengefasst können wir sagen, beide Produkte bringen sehr viele Vorteile mit sich. Wir haben von der mechanischen Seite mit dem Injektor ein deutlich besseres Beschichtungsergebnis. In Kombination mit dem DSO bringen wir auch auf elektronischer Seite Mehrwerte mit ins Gerät. Und der Sprint 2 Expert mit seiner Wizard-Funktionalität, dem multifunktionalen Kopfmodul, rundet die ganze Sache ab. Darüber hinaus haben wir noch viele Zubehöre wie eine Wägezelle, wie eine Reinigungsstation optional für das Gerät. Und auch im Bereich Digitalisierung und Konnektivität haben wir viele weitere Funktionalitäten und die Möglichkeit, auch dieses Steuergerät an ein Automatiksystem einzubinden. Sprich Vor- und Nachbeschichter. Diese Daten gehen wir künftig nicht mehr verloren in dem Weg einer Automatikbeschichtung, sondern kann sämtliche Daten mit dem VCOS-System bündeln, kann VCOS als Gateway in die Cloud nutzen und kann auch diese Beschichtungsdaten des Vor- und Nachbeschichters anreichern. Wir sehen auch im Automatik-Kontext haben wir deutlich Mehrwerte und das rundet das Gerät Sprint 2 Expert ab.